Hallöchen, ihr wilden Vault-Bewohner, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Fallout 76. Es geht weiter mit den Notizen, die wir suchen sollten, und die lesen wir uns gleich durch. Jetzt machen wir erstmal auch hier. Ah, im Hintergrund hört man es noch ein bisschen rödeln. Da wurde gerade eine Atombombe abgefeuert, da freuen wir uns doch immer drüber. Wo ging die eigentlich hin, frage ich mich gerade. Gucken wir mal. Ah ja, mal wieder hier. Ja, das kennen wir ja. Das ist ja nichts Neues. Hier unten ist ja sehr beliebt. Irgendwie haben wir hier so ein bisschen so kleine Grafikglitches. Wunderbar. Ist doch schön. Ja, gut. Notiz der Gourmets. Er sagte, wir würden unsere eigenen Leute nicht essen. Aber dann, armer Gregory. Danach mussten wir Morris fortschicken. Ist mir egal, ob er der Boss war. Ich habe gehört, dass er mit seiner Frau Edie jetzt allein in der Höhle auf der anderen Seite des Berges lebt. Bin mir aber nicht sicher, ob es überhaupt was gebracht hat. Unsere Leute verschwinden noch immer. Okay. Mhm. Rose, was sagst du dazu? Schicke ein Lebenszeichen, liebe Rose. Röschen. Ih. Das ist ja ekelhaft. Da nehme ich doch glatt mal den Besen mit, um sauber zu machen. Wah! Schau euch das an, der ist hier noch. Der ist hier noch so halb. Wah! Grusel-Teddy, musstest du das alles mit ansehen? Zwinker zweimal. Zwinker zweimal, lieber Grusel-Teddy. Wenn du Hilfe brauchst. Und dazu dann diese süßen Katzenfotos, das ist irgendwie verstörend. Das ist irgendwie ganz schön verstörend. Alter Schwede, ich geh mal lieber. Das ist mir zu ekelhaft hier. Ah, da will ich nicht mal. Weißt du, nee, ganz ehrlich, da will ich nicht mal putzen. Alte Flipperautomaten, auch sehr schön. Das ist ja echt ekelhaft. Und hier wollen die noch eine Party feiern. Ich meine, gut, eine Halloween-Party passt hier ganz gut rein. Aber es ist trotzdem irgendwie, naja. Ich weiß nicht so recht. Ah. Das ist ja wirklich ekelhaft. Können wir irgendwas. Oh, warte mal, ein Tresor. Oh, Challenge abgeschlossen. Ist hier noch irgendwo ein Schlüssel dran, den wir noch. Nee. Gut. Schreibmaschine. Ja, komm, wollen wir mal nicht so sein. Schauen wir noch den. Oh, da ist noch ein Holoband. Oh Gott. Also ich will nicht so viel lesen. Ihr könnt ja gerne das Video stoppen. Weil das ist mir dann doch ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen sehr viel. Uff. Uff. Ich glaube, es ist auch nicht so wichtig. Aber wir hören uns natürlich die Sachen an. Ich auch. Der vierte Erbe des Westbrook-Vermögens. Und meine Eltern haben die Nerven, mich in einem besseren Kindertagesheim zurückzulassen, während sie um die Welt reisen. Lächerlich. Und es kam noch schlimmer. Denn ich war gezwungen, mich mit anderen Kindern abzugeben, deren Eltern gerade mal einfache Millionäre sind. Puh. Allein der Gedanke lässt mir die Haare zu Berge schießen. Ekelhaft. Der einzige Lichtblick in diesem Gefängnis ist, dass der Speisesaal seinen eigenen Sommelier hat. Oh, nun ist es wieder Zeit, auf Fuchsjagd zu gehen. Oh, nein. Meine Stiefel aus Straußenleder sind angekratzt. Jetzt muss ich stattdessen die aus Kalbsleder nehmen. Was für eine Zumutung. Oh Mann, der Arme. Der, die das Arme. Er hört sie sich sehr weiblich an, aber Magnus ist doch eigentlich. Magnus ist doch eigentlich ein männlicher Name. Naja. Gut. Ah, da ist die Höhle. Da können wir eigentlich von den Seneca Rocks aus starten, ne? Ja, machen wir doch mal. Mensch, arme, keine Ahnung was, Magnus. Na, schlimm. Ich kenne das Gefühl. Ich kenne das Gefühl, wenn ich am Morgen, weißt du, wenn ich am Morgen aufstehe und auf das Thermometer. Und eigentlich will ich ja natürlich mit meinem
mit meinem Cabriolet, ne, in die Arbeit fahren, aber es geht halt wieder mal nicht, weil es immer noch 0 Grad hat draußen. Das ist echt ätzend. Da muss ich immer den Ferrari nehmen. Ach, das kotzt mich auch immer höllisch an, sage ich euch. Ist wirklich schlimm. So muss das mit den Straußenleder und den Kalbslederschuhen sein. Naja. Man kann nicht alles haben, ne? Das Leben ist hart. So, was haben wir hier? Silber? Nehmen wir mal mit, komm. Darauf will ich jetzt nicht unbedingt verzichten. So, da ist die Höhle. Irgendwo. Zumindest. Höhle, Höhle, Höhle. Höhle, 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 Höhle. Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Höhle? Ach du Scheiße. Eine Wendigo-Höhle. Ist das... ist das euer Ernst? Ich hatte schon mal einen Kampf gegen einen Wendigo und das war... das war überhaupt nicht schön, ey. Oh nee, oder? Warum tut ihr mir das an? Oh nee, eine Wendigo-Höhle, ernsthaft? Scheibenkleister, ey. Eine Wendigo-Höhle. Ach. Höhle, 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 Höhle. Och Gott. Ist ja ekelhaft hier. Also diese Rose Quest ist echt ein bisschen, schon ein bisschen hart, oder? Die soll man nicht einfach so lösen. Okay, Leute. Der Plan ist folgender. Falls wir einen Wendigo sehen. Ich meine, wir versuchen jetzt so schnell es geht. Das Ding, was wir suchen wollen, das wir suchen sollen, wir versuchen das so schnell wie möglich zu extrahieren. Falls wir auf einen Wendigo treffen, laufen wir. Also wir schießen den einmal an, um zu testen, wie viel Schaden macht der Schlingel und dann laufen wir einfach. Das ist der Plan. Ihr habt den Plan mitbekommen. Diese Mission nennt sich schnelle Extraktion. Mission schnelle Extraktion. Reimt sich sogar, ist super. Alles, was sich reimt, ist gut. Das heißt, der Plan ist perfekt. Wer bringt in diese gottverlassene Höhle einen verdammten... verdammte Zuckerwatte? Wer macht sowas? Kann ja nur ein Wendigo gewesen sein. Gollum? Gollum. Ich glaube, es sind Radkakerlaken, oder? Das Problem ist an der Mission, also die Mission schnelle Extraktion ist echt eine schwierige Geschichte. Denn ich habe mich total verlaufen. Ach, Meyerlurks sind auch hier, super. Na, herzlichen Dank. Danke für nichts. Das Problem ist, ich werde hier nicht mehr rausfinden.
Und ein Wendigo, ne? Der gibt nicht so schnell auf. So, hier scheinen Handschellen. Aha, okay, Kampfmesser. Das ist sehr interessant, was hier so rumliegt. Salzstreuer. Da hat jemand PvP gespielt. Eindeutig. Ich dachte, der wäre hier alleine angekommen, der Kerl. Eigentlich brauchen wir den ganzen Schrott gar nicht mehr mitnehmen. Ja, traumhaft. Ein Jäger auch noch. Wenn dir der restliche Dreck nicht reicht. Das ist einfach wunderschön hier. In dieser Wendigo-Höhle. Das ist einfach echt toll. Hier kann ich nicht mal Fotos für meine Instagram-Story machen. Das ist voll bescheuert. Ach, ernsthaft. Komm, Meier der König, was soll's? Easy cheesy. Ey, habe ich die zwei nicht vorher gekillt? Nee, hier waren wir noch nicht. Ja, komm, lass einfach in so ein verdammtes Labyrinth gehen. Ach, super. Naja, immerhin ein bisschen Minen und so. Die könnten uns gegen einen Wendigo eventuell helfen. Sei ich hier drüben? Hallo? Jemand zu Hause? Warte mal. Ich meine, wir haben es da vorne mit einem verdammten Meierler-König zu tun. Der wird sicherlich nicht ohne sein. Und an dem müssen wir wohl oder übel vorbei. Oder bin ich jetzt wieder anders gelaufen? Ich habe völlig die Orientierung verloren. Nee, das ist eine Messerklaue. Ich habe völlig die Orientierung verloren. Wo ist denn der König jetzt hin? Malurk Brut. Oh, weißt du was? Da schmeiße ich doch glatt mal ein bisschen was hin. Die Brut hat es natürlich überlebt. Ist ja logisch. Wie soll es auch anders sein? Raider waren hier, das ist schon mal gut, dass wir das wissen. Wir wissen, Raider waren da. Ich komme hier nie wieder leer, wobei doch. Natürlich komme ich hier lebend raus. Und wie ich hier lebend rauskommen werde. Ich kann mich ja, wenn ich alles habe, einfach rausporten, glaube ich, oder?
Oh, jetzt habe ich Flattern, Mann. Drecksack. Was macht Flattern überhaupt? Flattern. Stärke minus 2, Stärke plus 2. Das ist ja in Ordnung. Nee, wir heilen das mal eben. Wir haben ja Heilmittel. Wir haben Heilmittel wieder. Alles gut. Ja. Ach, da ist der König. Guck mal. Ist er nicht phänomenal süß? Oh, Scheiße. Ey, was macht der mit mir? Was tut der? Hör auf damit. Hör auf mit dem Scheiß jetzt. Ich habe ein Wendigo erwartet und nicht so ein Vieh. Wah! Ey, Alter, das ist ekelhaft. Hör auf damit. Oh, was? Ernsthaft? Ernsthaft? Und dann kommt er mir mit sowas um die Ecke? Dann hat er nur Fleisch dabei? Ach, komm schon. Das aber... Ach, nochmal einer, komm. Warum auch nicht? Einer reicht ja nicht. Ist da noch? Gut. Ja, super. Tschüss, Plasmagranate. Oh, ich muss was trinken. Das ist doch doof. Warte mal, habe ich irgendwelche Drogen dabei? Overdrive. Rein damit, komm. Jawohl. Boom. Komm, lad richtig nach. Boom. Oh, alter Schwede. Kranker Scheiß. Aber hier war ich doch schon, oder? Ich habe völlig die Orientierung verloren. War ich hier nicht schon? Na, scheinbar war ich hier noch nicht. Ach, keine Ahnung mehr. Ich geb's auf, Leute. Ich geb's echt auf. Ich sehe nichts, weil ich kein Licht habe. Ich hätte mir den Grubenarbeiterhelm mitnehmen sollen. Hopp. Ach. Ich glaube, wir haben es gefunden. Das ist aber schön hier. Ha! Shit! Hey, kann ich noch ein Foto von dir machen? Ganz schnell, komm. Ah. Warte, ich will noch ein Foto. Komm jetzt, hab dich doch nicht so. Ist nur ein schnelles Foto, mein Freund. Komm, wo ist er denn?
Er ist echt ein Arsch, ne? So, dankeschön. Tschüss, du Betrüger. Oh, ein Breitseiter. Jawohl. Hey, ich hoffe, Sie leben noch. Wohin ich lebe. Sonst würde ich ja mit einer Leiche reden. Haha. Ich nehme an, dass sich die Gourmets gegenseitig verspeist haben. Ich will gar nicht wissen, was wirklich passiert ist. Der Gedanke daran, einen Menschen zu essen, ekelt mich an. Ich bin froh, dass auf Ihrer Speisekarte nie Roboter standen. Also, es gibt noch ein Schlüsselfragment. Es gehörte den Halsabschneidern. David, der uns geführt hat, lebt noch. Zumindest einigermaßen. Ich habe gesehen, wie er in der Nähe seines bevorzugten Barbecue-Schuppens herumstreifte. Er hat sich in eines dieser verbrannten Dinger verwandelt. Es bricht mir echt das Herz, ihn so zu sehen. Auch wenn er sich wie ein Volltrottel benehmen konnte, so ein Schicksal hat er nicht verdient. Ich würde wetten, dass er auf jeden Fall noch sein Schlüsselteil dabei hat. Sie würden also allen Beteiligten einen wirklich großen Dienst erweisen, wenn sie uns von ihm erlösen und sich den Schlüssel nehmen. Geben Sie ihm einen Abschiedskuss von mir? Na klar. Nein, streichen Sie das. Wahrscheinlich ist er mittlerweile eine total eklige Missgestalt. Alles klar. Es sind schon wieder diese Halluzigen-Kanister da, ne? So, ich lese mal erst die Notiz hier und dann hören wir uns das Ding hier noch an. Morris geht auf den Straßen auf Menschenjagd, aber er will das Fleisch nicht teilen. Ich lebe von dem, was er übrig lässt, aber die Zehennägel bleiben mir immer zwischen den Zähnen stecken. Lecker. Jetzt schaut er mich richtig komisch an mit diesem hungrigen Blick. Er verändert sich. Wir beide verändern uns. Die Frage ist nur, wer von uns als nächstes ist? Eddie. Naja, Eddie, du bist, glaube ich, gefuttert worden. Ne, Eddie. Ist ja nicht Eddie, ist glaube ich Edi. Ist ja auch eine Frauenleiche, ne? Naja, gut. Hören wir uns das hier noch an? Morris Ende? Liebste Edi. Edi, ja. Wie köstlich du warst. Der süße Geschmack deines Fleisches, als es mir den Rachen hinunterglitt. Oh, die ölige Wärme deines Blutes, wie sie meinen Magen. Nein! Edie! Ich habe sie getötet! Ich habe sie verspeist! Oh nein, nein, nein! Aber ich musste essen. So, ich fast verhungert. Brauche mehr Fleisch, mehr Blut! Also es tut mir übrigens leid, ne, dass die Sprachnachrichten immer so ein bisschen leise sind. Ich habe mal versucht, das Ganze umzustellen, damit die ein bisschen lauter sind, aber das ist nicht einfach für mich. Also es ist leider ein bisschen doof hier bei Fallout, du kannst die Nachrichten nicht lauter einstellen. Das heißt, ich müsste das immer in der Nachbearbeitung machen. Und das geht aber dann, wie mir aufgefallen ist, ziemlich zu Lasten der Qualität, ne? Also, ist leider ein bisschen blöd. Tut mir leid. Tut mir leid, dass die immer ein bisschen schwer hörbar sind, aber es gibt ja Gott sei Dank die Untertitel, die man dann mitlesen kann. Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Oh, da ist auch nochmal was. Warte. Soldatengeschichte. Ich glaube, da waren wir schon. Klingt seltsam. Halluzigen. Nachdem die Bomben eingeschlagen ja, hier waren wir schon. Suchten die Leute nach Antworten. Und ich sagte ihnen, keine Sorge, Hilfe ist unterwegs. Oh, da geht's raus. Geil. Es ist mir klar geworden, dass niemand mehr da ist. Der Winter war brutal. Er fing ein paar Wochen nach den Bombeneinschlägen an und scheint nicht mehr aufzuhören. Verdammt. Vielleicht gibt es jetzt nur noch Winter. Ich kenne diese Höhle noch aus der Grundschule. Kinder nannten sie Wendigo-Höhle. Damals hatte ich furchtbare Angst davor. Jetzt ist sie das Einzige, was uns am Leben hält.
bleiben hier, um die Kälte zu überstehen. Danach gehen wir wieder raus. Die Männer vertrauen mir, dass ich für ihr Überleben sorge. Und bisher habe ich sie nicht enttäuscht. Hoffen wir, dass es so bleibt. Okay. So, letzter Teil der ganzen Reise. Also hoffentlich letzter Teil. Was ist denn hier los? Ach so, General Bad Dog gehört die. Okay. Hoffentlich letzter Teil. Wo müssen wir denn hin? Ich suche gerade. Bip, bip. Bip, 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 bip. Bip, 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 bip. Ich find's nicht. Pass auf, wir sind gerade. Wo sind wir? Wir sind hier. Naja, das finde ich schon noch raus. Macht euch da keine Sorgen. Wir finden, ich finde das. Das wird schon. Alles gut. Das kriege ich hin. Lasst euch einfach überraschen, wo wir nächste Folge hingehen, würde ich sagen. Ja, das war's wieder. Danke fürs Zuschauen. War ein sehr, sehr finsterer Part. Tut mir eigentlich nicht leid. Das ist ja nicht meine, kann ja ich nichts für. Also doch, ich kann was dafür, aber eigentlich kann ich auch wiederum nichts dafür, weil ist halt so, ne? Ist halt so, wenn man in der Power-Rüstung herumrennt. Ja. Danke fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal. Die Cutthroats müssen wir suchen. Hm. Ja, werden wir schon finden, ne? Also, macht's gut, ciao. Und ja, natürlich nicht vergessen, kommentieren, bewerten. Ich freue mich drüber. Ja. Tschö.